Ich lese mein persönliches Lieblingskapitel aus dem Buch Was fehlt, wenn alles da ist? Warum das bedingungslose Grundeinkommen die richtigen Fragen stellt. Erschienen 2015 im Orell Füßli Verlag. Von Daniel Hähni und Philipp Kofce. Und es lautet, warum die Volksinitiative der richtige Weg ist. Das bedingungslose Grundeinkommen kommt nicht von oben. Es ist kein Obrigkeitsrecht, sondern ein Grundrecht. Grundrechte hatten sich die Bürger zuerst gegenüber den Obrigkeiten zu erstreiten. Schließlich galt es, sie sich auch untereinander zu gewähren. Als Grundrecht berührt das Grundeinkommen die Machtfrage. Es legt die Gestaltungsmacht zunehmend in die Hände des Einzelnen. In seine Hände kann sie wirkungsvoll nur durch alle anderen gelegt werden. Der Souverän, der durch das Grundeinkommen freigesprochen wird, hat sich selbst freizusprechen. Dass das Parlament ein Monopol auf die Gesetzgebung innehat, wie es heute außer in der Schweiz in allen Demokratien mehr oder weniger der Fall ist, ist dem Grundeinkommen abträglich. Natürlich kann es formell von jeder Institution jederzeit beschlossen werden. Doch die Geste, die ihm zugrunde liegt, ist eine direktdemokratische. Sie rückt das Verhältnis zwischen Bürgern und Politikern ins rechte Licht. Bürger sind nicht Bittsteller, die Politiker beeinflussen, sondern Politiker sind Dienstleister, die Bürgerinteressen ausführen. Wie etwas finanziert, transferiert oder subsumiert wird, ist eine Frage, bei der Politiker und Parteien ihre ganze Expertise einbringen können. Doch das Grundeinkommen muss die Gemeinschaft beschließen, welche es sich auszahlen will. Deshalb ist die Volksinitiative der richtige Weg, das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen. Weltweit wird genau dieser Weg bewundert. Die Schweizer diskutieren nicht nur über das Grundeinkommen, sie stimmen auch darüber ab. Es wird ernst und bleibt dennoch spielerisch. Das ist das Kunststück der direkten Demokratie.